Hey Leute! Im heutigen Video werden wir uns ansehen, wie man die Qualität von Clips in Filmora verbessern kann. Ein häufiges Problem ist, dass wir ein verwackeltes Video haben, das wir glatter oder sanfter haben wollen. Mithilfe der Stabilisierung können wir eine wackelige, unbrauchbare Aufnahme in eine viel flüssigere verwandeln. Um zu beginnen, doppelklicke auf den Clip in der Zeitachse. Gehe dann auf die linke Seite des Bildschirms und suche die Stabilisierung. Sobald wir die Stabilisierung durch Anklicken dieses Kästchens aktivieren, beginnt das Programm, das Filmmaterial zu analysieren. Das bedeutet, dass Filmora herausfinden wird, was in der Aufnahme geglättet werden muss. Ich spule vor, während Filmora das Filmmaterial bearbeitet. Filmora wird unser Bild leicht vergrößern, um die Stabilisierung durchzuführen. Das dient dazu, Artefaktprobleme zu beheben, die manchmal an der Seite deines Bildes auftreten können. Dies kann mit dem Schieberegler für die Glättungsstufe angepasst werden, wenn du immer noch Artefakte siehst. So können wir also eine Aufnahme stabilisieren. Objektivkorrekturen helfen uns, Verzerrungen in unserem Bild zu beheben. Manchmal können Weitwinkelobjektive, wie sie bei Actionkameras üblich sind, dazu führen, dass die Seite des Bildes verzerrt wird. Um dieses Problem zu beheben, können wir die Objektivkorrektur verwenden. Doppelklicke auf einen Clip und suche die Objektivkorrektur direkt unter dem Chroma Key und klicke auf das Kästchen, um sie zu aktivieren. Suche auf der Registerkarte Modell auswählen, die Kamera, mit der du aufgenommen hast, und verwende das Feld darunter, um die anderen Einstellungen, mit denen du aufgenommen hast, anzugeben. Dann können wir mit dem Schieberegler anpassen, um das Objektiv zu korrigieren. Auto Enhance fügt Schärfe, Kontrast und Farbkorrektur hinzu, um deine Clips schnell zu verbessern. Doppelklicke einfach auf deinen Clip und gehe auf Auto Enhance. Wenn du auf das Häkchen klickst, wird die Funktion aktiviert und mit dem Schieberegler können wir einstellen, wie stark wir Auto Enhance anwenden möchten. Schließlich kann es vorkommen, dass bei der Aufnahme von Filmmaterial mit dem Telefon die falsche Ausrichtung verwendet wird. Wenn du dir das Video ansiehst, kannst du dies beheben, indem du auf den Clip doppelklickst, das Menü Transformieren am oberen Rand des Bildschirms aufrufst und die Ausrichtung mit den Optionen Drehen und Skalieren korrigierst. Denoise kann Rauschen, Brummen und Windgeräusche aus deinem Video entfernen, nicht aber andere Geräusche wie Stimmen. Hören wir uns einen Soundclip an, den ich mit etwas Wind im Hintergrund aufgenommen habe. Hey Leute, hier ist Lawrence für den offiziellen Wondershare Filmora YouTube-Kanal und willkommen zum neuesten Tutorial. Hier ist ein Beispiel für einen Clip mit ziemlich viel Hintergrundrauschen. Lasst uns dieses Audio verbessern. Um zu beginnen, doppelklicke auf den Audio-Clip und navigiere an den oberen Rand des Bildschirms. Unter dem Equalizer findest du Denoise. Klicke in das Kästchen und wähle Schwach, Mittel oder Stark, je nachdem wie stark du das Rauschen entfernen möchtest. Lass sie uns nun anhören. Hey Leute, hier ist Lawrence für den offiziellen Wondershare Filmora YouTube-Kanal und willkommen zum neuesten Tutorial. Hier ist ein Beispiel für einen Clip mit ziemlich viel Hintergrundrauschen. Und da haben wir es. Es gibt viele Möglichkeiten, deine Clips in Filmora zu verbessern, zu korrigieren oder zu stabilisieren. Vielen Dank fürs Zuschauen! Schau dir einige unserer anderen Tutorials an, um zu erfahren, wie du dein Video von Anfang bis Ende mit Filmora bearbeiten kannst.